Zu Basel am Mimri, unter diesem Motto sind wir heute wieder einmal zum Thema von Haus zu Haus unterwegs. Der Tom Köstner hat mir angerufen und gesagt, Danny, Haus an bester Lage unbedingt schauen. Jetzt wollen wir mal schauen, was uns hier erwartet. Guten Morgen, Tom. Alles klar, du erzähl mir gerade etwas über das Haus. Ja, Danny, das sind unsere Riverside Apartments. Das ist ein Herzensprojekt von mir und meiner Partnerin Jessie. Wir möchten einfach das Basel-Feeling weitergeben an andere Menschen, an Leute, die hier früher gewohnt haben und hier zu Besuch kommen, Gäste oder Leute, die hier mal einen gewissen Zeitraum arbeiten, mitten im Herzen von Basel. Dann würde ich sagen, du nicht einmal überraschen, was uns da erwartet. Gerne. Wow, das erschlägt einem ja fast. Also das ist jetzt ein Apartment, Tom? Ja, das ist unsere Riverview Lounge. Und sind anderthalb Zimmer, wie ein Hotelzimmer eingerichtet, mit allem, was du so brauchst. Wir hatten schon Gäste vom Dreikönig und die haben gesagt, hier ist sehr viel schöner wie bei euch drüben. Ja. Was heißt denn das alles, was du so brauchst? Was braucht man denn so alles heute? Ich meine, es sieht ja eben bei meinen Kosten aus, da kann man leben. Ja, du hast eine eigene Küche natürlich, du hast ein eigenes Bad, du hast ein schönes Boxspringbett, du hast Netflix, du hast Free Wi-Fi, also besser geht ein Hotelzimmer nicht und du kannst rein und raus, wann du willst. Du sagst Hotelzimmer, aber man ist trotzdem jetzt hier im Appartement. Ja. Das heisst, es bietet sich auch an in dieser tollen Lage. Was hat es denn so zu Ringsel der Umwelt? Das Umfeld ist auch immer wichtig für so einen Entscheid. Ja, in einem trendigsten Quartier von Basel, finde ich. Du hast das Floß, du hast Events hier vorne, du hast das Choice mit Anina und ihrem Starkoch, mit Timo. Dann haben wir die Kultbäckerei, wo du Frühstück holen kannst. Und dann vorne gibt es hier noch das am Rhein, das kleine Kaffee, das Pulpo, also das ist wirklich, ich finde es das trendigste Quartier im Moment. Und du, jetzt haben wir aber hier nur ein Appartement, was ist denn sonst noch im Haus? Sind die anderen auch so? Was erwartet einem dort? Wir haben 9 Apartments mit einem Atelier, aber es gibt noch 4 Mieter, die sind schon seit 30, 40 Jahren hier. Einer ist sogar Musiker, gibt noch unten Musikunterricht, also es ist lebendig und wenn jemand auszieht, dann möchten wir es auch möblieren und dann eben auch anderen Leuten zur Verfügung stellen. Wie gross sind die Fluktuationen hier? Könnte ich jetzt für auf den Sommer, wenn die Zeit mit dem Floß kommt, sagen, oh, ich möchte gerne mal einen Monat am Rhein verbringen? Ja, ich meine, wir haben Leute über Booking, über Airbnb, aber haben auch unsere eigene Homepage, riverside-basel.ch. Und dort kann man auch direkt buchen. Im Oktober haben wir komplett ausgebucht und man muss halt schauen, welche Daten frei sind. Und dann kann man hier ein Wochenende verbringen oder auch länger. Dein Flair für die Umgebung, im Gang unten sieht man Bilder aus vergangenen Zeiten, alles ein bisschen deine Schmuckstücke. Ja, ich bin natürlich Basel verbunden durch meinen Beruf bei der Immoline, ist klar. Ich kenne viele alte Häuser und mein Traum war immer ein Haus am Rhein. Und wenn ich das noch anderen Leuten zur Verfügung stellen kann, das ist natürlich eine super Sache. Mein Traum am Rhein. Ja. Und wenn ihr euch das auch mal wünscht, vielleicht auch nur temporär, beim Tom Köstner melden. Ich denke, das Haus bietet ganz viele Möglichkeiten und eine gute Zeit. Was machst du als erstes, wenn du hier ankommst? Tust du zuerst gerade etwas kochen oder gehst du gerade an den Rhein? Also wir sind mehr zum Schaffen hier. Ja, wir machen, das ist ja unser Hobby, andere gehen Golf spielen. Wir kümmern uns halt hier ums Haus und meine Freundin und ich, uns macht uns sehr viel Spaß.